Es gibt neue Hotfixes heute am 25.04. und das bedeutet Optimierung, Veränderung, tatsächlich aber auch optische Anpassung der neuen Map. Ja, und das Offensichtlichste sieht man, wenn man die Map aufmacht, und zwar diese Map. Es wurden einfach noch ein paar Sandbänke gekennzeichnet oder Bereiche gekennzeichnet, die eben jetzt hier als Sandbänke zu erkennen sind. 3 Stück sind es. Das sind die Sachen, die mir direkt als erstes hier auch aufgefallen sind. Das heißt, wir haben hier jetzt diese Bereiche, einmal die 30er, das 30er Loch oder die Untiefe mit nur 30 Meter Tiefe. Und dann haben wir hier im Bereich, ja, wo sonst irgendwie eher in Richtung 120 und 90 Meter Tiefe die Umgebung ist, zack, auf einmal nur auf 41 Meter Tiefe. Auch das ist ja hier schon als Hotspot sozusagen die Area immer wieder ganz gut befischt worden und bekannt. Und auch hier oben gibt es auch nochmal eine Area. Und das wird dann natürlich auch nochmal interessant. Ändern sich hier in dem Bereich die Untergründe oder ist das hier tatsächlich einfach nur optisch eine Änderung auf der Map? Ich vermute, dass die Untergründe schon da waren und auch schon so zu sehen waren auf dem Echolot zum Beispiel, dass das jetzt einfach nur optisch auf der Map nochmal gekennzeichnet ist. Denn in den Patch Notes stand das auch so drin. Die Papierkarte des europäischen Nordmeers wurde überarbeitet. Also das hier wurde einfach nochmal optisch ein bisschen gekennzeichnet, was sich denn hier so ein bisschen geändert hat, beziehungsweise dass man das auch ein bisschen besser erkennt als Sandbank, diese flachen Bereiche. Ja, kann man also ganz gut nutzen. Das sind ja immer hier ganz gute Anhaltspunkte, dass man sich hier, ja, ich sag mal, zum Schleppen mit dem Collar Rig zum Beispiel oder ähnliches ganz gut aufhalten kann. Funktioniert immer wieder ganz gut, bevor man sich dann hier ins richtig Tiefe runterstürzt. Dann wurden natürlich auch, und auch das ist super interessant, die Konventionalrollen mit den Spulenkapazitäten überarbeitet. Das machen wir dann gleich zum Schluss und dann vergleichen wir das vielleicht noch ein bisschen mit dem Video. Ich verlinke das nochmal eben. Das Endgame-Video, Endgame-Rollen. Welche Rollen sich fürs Endgame lohnen? Das verändert jetzt natürlich noch ein bisschen die Einschätzung des Ganzen. Das heißt, ich werde da gleich natürlich nochmal schauen, wie sind die Rollen jetzt und was halt wichtig ist von der Schnurkapazität, wie viel Schnur geht jetzt auf die Rollen. Ja, etwas, was auch sehr gut ist, dass das behoben wurde, war ein kleiner Bug. Man konnte, wenn man in einer Montage, die man freigespielt hatte, wenn man da schon die Seitenarme frei hatte oder die Beifänger, konnte man umstellen, zum Beispiel hier auf Running Leisure und hatte dann gleichzeitig beide schon frei. Jetzt habe ich, so wie es meinem Skill entspricht, nur die eine Komponente frei. Das zweite kommt erst im Laufe des Hochlevelns sozusagen. Das war aber vorher schon quasi frei, beziehungsweise hier war dann schon ein Vorfach vorhanden und man hätte es nutzen können. Und ja, ich hatte das jetzt im letzten Stream tatsächlich erst gemerkt, da ich da umgebaut habe auf Rasselblei. Rasselblei gestern Abend noch verwendet, genau, und auf einmal hatte ich hier unten auch noch die Rasselblei oder die zweite Rassel mit dran. Ja, wurde behoben, das ist natürlich auch sehr gut, dann passt das auch wieder richtig in den Skillbaum rein. Das heißt, man levelt das dann Stück für Stück hoch und kommt dann erst hier in der zusätzlichen Seitenarmmontage dazu, dass man eben da nochmal einen weiteren Haken sozusagen, eine weitere Montage an der Gesamtmontage dran hat. Auch das präzise Auswerfen, was wir hier beim Grundangeln haben, ermöglicht mehr Kontrolle beim Auswerfen der Rute. Auch das zu verwenden auf die Meeresangeln, auch das wurde jetzt mit implementiert. Ist natürlich auch praktisch, wobei wir ja beim Meeresangeln gar nicht so ganz weit auswerfen in der Regel. Ja, einen weiteren Bug gab es bei den Gummimax. Da haben wir die Gummimax dran, gestern Abend auch noch weiter verwendet. Hier war es wohl möglich, den Köder zu entfernen oder den Haken aus diesem Gummimax raus zu entfernen.
Und dann waren die halt nicht mehr brauchbar. Ich habe das gar nicht gemacht und auch gar nicht, mir ist es gar nicht aufgefallen. Im Detail, hier haben wir es. Ah, okay. Und ja, das wurde jetzt eben auch beseitigt sozusagen. Das kann man jetzt nicht mehr machen. Und dementsprechend kann man jetzt die Haken der Gummimax einfach so drinnen lassen und ja, die Gummimax weiter verwenden. Übrigens absolut lohnenswert, auch diese Gummimax, sobald man die hat, auch mal ruhig vom Ufer aus verwenden, geht auch ganz gut ab. Dann wurden nochmal die Verschleißkomponenten sozusagen ein wenig optimiert. Das heißt, der Verschleiß von Komponenten in den Rollen, das wurde vielleicht nochmal etwas überarbeitet, dass es sich positiv auswirkt. Also das klingt doch schon mal wieder gut. Was sich in einigen Fällen positiv auswirkt, heißt also, das wurde jetzt nicht pauschal über alle Gerätschaften gezogen und überall, wo Verschleiß ist, sondern eben bei verschiedenen wurde das eben angepasst, dass es nicht so hoch ist möglicherweise. Die Änderung betrifft in erster Linie den Verschleiß von Rollen und Schnüren. Auch das haben wahrscheinlich schon einige gemerkt. Ich habe das zumindest gestern schon wieder mal im Stream gehört. Und zwar betrifft das vor allem eben auch hier die Vorfächer, die auch sehr schnell runtergingen. Das kann natürlich dann, wenn man hier so hochwertige und teure Vorfächer sich dann knüpft, ja, natürlich auch so ein bisschen ins Geld gehen. Wobei, ja, naja, doch, es ist schon einiges, ne? Wenn man das vergleicht mit der Anzahl der gefangenen Fische sozusagen, ist da schon ordentlich Verschleiß runtergegangen. Zumindest deutlich mehr im Verhältnis zu den im Süßwasserbereich bekannten Nutzdauer sozusagen. Das heißt, wir verlieren ja hier prozentual auch gleichzeitig immer wieder Tragfähigkeit. Macht das Ganze natürlich nicht so wirklich lange nutzbar, wenn man dann eben auch wirklich am Limit angeln will. Ja, kommen wir jetzt natürlich dann zu den Rollen und da schauen wir uns am besten nochmal sämtliche Informationen an, die wir haben. Das heißt, wir hatten ja zuletzt auch gesehen im Video, dass die verschiedenen Endgame-Rollen natürlich auch große Vor- und Nachteile hatten in der Schnurfassung, in der Schnurkapazität. Und da gucken wir mal rein. Also die Empfehlung nach wie vor immer noch ab hier, ab der Tiger sozusagen, die letzten 6, beziehungsweise hier nochmal die Edel, die besondere Variante 7, also die letzten 6 Variationen von Endgame-Rollen, alles zu empfehlen. Wie sich das jetzt hier von der Schnurkapazität verändert hat, dafür gucke ich am besten auch nochmal in meine Liste rein. Ja, und die Liste befindet sich verlinkt im Discord und der Discord wiederum ist verlinkt unterm Video. Das heißt also, wenn du da reinschauen möchtest und das in einem Blick vergleichen willst, dann einfach mal im Discord nachschauen, im Hilfebereich. Da befindet sich die Liste und wo wir schon mal drin sind, optimiere ich das auch direkt hier mit der Liste. Und wir sehen hier bei der Tiger, bei der 20er Tiger sehen wir schon direkt eine große Veränderung. Und zwar haben wir hier von 439 Meter, wir gucken uns jetzt hier gerade nur die ganz große, dicke Schnurstärke an, sind wir von 439 Meter raufgegangen auf 604 Meter. Dann gehen wir hier auf die Tiger 40, die größere Rolle. Das macht das Ganze natürlich auch schon deutlich interessanter. Gleiche Schnurstärke, da gehen wir von 990 Meter hoch auf 1364. Auch das ein deutlicher Unterschied. Dann kommen wir zu den nächsten Rollen, die auch schon sehr beliebt sind. Und zwar hier die Albacore. Die hatte ja schon recht gute Getriebewerte und die hatte auch eine sehr gute Resonanz, zumindest auch in der Community, wurde schon häufig verwendet, das Gerät. Und was ihr fehlte, waren auch da wieder deutlich Meter auf der Rolle. Und auch das wurde bearbeitet bei der kleinen jetzt von nur knapp 300 Meter, das wurde ja regelrecht verdoppelt hier, auf 631 Meter. Das ist so viel wie vorher
die 40er hatte. Und die 40er, auch die wurde ungefähr verdoppelt. Das heißt also auch da Glückwunsch an alle, die das Teil vorher hatten. Jetzt einfach mal doppelt so viel Schnurkapazität. Ist natürlich sehr, sehr schmackhaft. Und das geht halt hoch von knapp 700 auf 1272 Meter. Das ist natürlich richtig gut. Dann kommen wir von der Albacore zu den Vengas. Die gibt es in drei Variationen. Auch das nochmal eine absolute Empfehlung von RF4 gewesen. Speziell was natürlich den Verschleiß betrifft, denn wir haben hier wieder die Firma Beluga. Und die Firma Beluga, ja, wie auch schon im letzten Video gesagt, macht hervorragende Qualität. Wie gesagt, das Video hatte ich ja vorher schon verlinkt. Einfach nochmal reinschauen, da geht das nochmal ganz detailliert auf die ganzen Vor- und Nachteile der Routen bzw. der Rollen im Endgame. Genau, die Vengar geht hoch von 250, jetzt hier die kleine, auf 627. Dann haben wir die größere, die 30er, von 400 Meter, auch das natürlich richtig gut, auf 900. Sehr gut. Und dann haben wir die große. Die hatte tatsächlich auch für eine 40er recht wenig Schnurfassungsvermögen. Und auch das ist natürlich jetzt richtig interessant. Von unter 600, also mehr als das Doppelte. 550 hatte die auf 1263. Sehr, sehr gut. Dann wird es nochmal interessant für einige, die schon lange im Endgame unterwegs sind. Und zwar auch schon vor dem Meeresangeln. Denn da hatten auch einige schon die Triumph dabei. Und die Triumph, die hatte Schnurkapazitäten anfangs von, ja, hier im kleineren Bereich von 412 auf 567. Bei der mittleren hat wahrscheinlich kaum einer, ne? Wenn dann alle die ganz großen und dicken. Da ist es hochgegangen auf 769 Meter. Ja, und hier die ganz große, die hatte vorher 1031 und hat jetzt 1400. Das ist natürlich auch wieder richtig gut. Nochmal viel mehr Schnur drauf, 1419. Genau. Dazu kommen jetzt noch zwei Rollen, die waren vorher noch gar nicht in der Liste vorhanden. Die kommen jetzt gleich noch mit rein, und zwar hier die Borealica und die Imperial. Die sind ja beide neu. Und bei der Borealica, die hatte ich ja jetzt zuletzt gekauft. Und auch die hat mehr Schnur drauf. Ich habe sie ja gerade auch schon hier in Verwendung mit dem großen Setup. Gucken wir uns das gerade mal eben an. Ja, da sind wir jetzt bei 334 Meter mit der ganz, ganz dicken Schnur. Das heißt, auch da ist da schon mal deutlich mehr Meter wieder drauf. Die war vorher bei 260 ungefähr. Und auch bei der Imperial sollte da jetzt ein bisschen mehr drauf haben. Jetzt habe ich natürlich gerade kein Silber mehr, um das mal eben zu kaufen. Das heißt, ich schiebe hier am besten nochmal einfach ein paar Bilder im Vergleich dazu rein. Also einmal zur Borealica im Detail. Und dass wir dann den Vergleich einmal haben. Und als zweites dann nochmal zur Imperial. Auch das ist natürlich nochmal interessant. Für mich immer noch die absolute Empfehlung, wenn man sich so etwas kaufen möchte, sowas Teures, weil das einfach eine sehr schön ausgeglichene Rolle ist. Also zum einen mit ausreichend Schnurkapazität und zum anderen eben auch vom Verschleiß. Da gibt es schon sehr, sehr viel gutes Feedback aus der Community, was den Verschleiß betrifft. Ja, wie gesagt, auch diese Rollen landen jetzt demnächst in der Liste, damit das alles komplett ist. Ja, so viel dazu. Das sind die News und die Updates jetzt oder die Hotfixes zum 25.04. Also, wir haben einiges, was sich verändert hat. Klar, wird immer noch dran gearbeitet. So viele User oder Spieler, die jetzt gerade Informationen sozusagen sammeln, was alles vielleicht noch überarbeitet gehört. Und das ist natürlich gut. Das heißt, im Laufe der Zeit wird das Nordmeer hier auch immer besser sein. Und ja, mal gucken, was demnächst noch alles aufgedeckt wird, was vielleicht gerade noch nicht so optimal ist. Und dann wird da bestimmt auch bald wieder dran gearbeitet. Petri, ihr Lümmels, ich hoffe, es hat geholfen, auch bei der Entscheidungsfindung, welche Rolle für euch jetzt die beste ist. Ja, die anderen Vor- und Nachteile vielleicht einfach nochmal in diesem Rollenvideo anschauen.
Und dann sehen wir uns jetzt in einem der nächsten Videos oder im nächsten Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs, Freitags immer um 19 Uhr. Petri.